Die macht das so schön. Voll süß. Oh, die werden was größer. Jetzt müssen wir knetern. Einmal hellbraun, dunkelbraun, Teig. Zusammen. Ich grüße euch und komme zu einer neuen Familienfrau. Die Lu, wie ihr seht, die hat da schon ein Päckchen in der Hand. Ja, darfst du öffnen. Komm, wir gehen in die Küche. So reißt du das auf. Wir wollten zusammen backen. Muffins, Leoparden-Muffins. Wir hatten ja keine Regenbogen-Muffins gefunden. Und na, da waren wir ja beim Action. Die sind nämlich total praktisch da. Ich wollte zwei Packungen mitnehmen, zwei verschiedene. Das heißt, wir hätten dann sechs Farben für insgesamt 3 €. Und brauchten auch nichts weiteres kaufen. Ne? Gut, Eier, glaube ich, kommen da noch hinzu. Aber ich meine, keine Lebensmittelfarben und sowas. Und ist total günstig und auch praktisch, weil du dann alles schon fertig hast. Und dann ne, kannst du direkt loslegen. Die gab es aber nicht. Die waren also gar nicht vor Ort. Also ob die aus dem Sortiment genommen haben, weiß ich nicht. Und jetzt machen wir Leoparden. Die habe ich schon mal gemacht. Die schmecken super lecker. So sehen die hier die Förmchen aus. Luis, das darfst du gleich machen, ja? Hier alle, oder kannst auch jetzt machen, alle auseinanderziehen. Und wenn du das gemacht hast, legst du die einfach hier so hin. Alle so, ja? Nebeneinander, okay? Das braucht die Mama. Schatz. Nein, nicht aufmachen. Mama sagt Bescheid, wenn es soweit ist, okay? Erstmal alles vorbereitet. Du musst die Dinge, also wenn du willst. Also so sollen die am Ende aussehen. Genau. Das ist total lecker. So nach Zimt, genau. Mhm. Ja, machen wir jetzt gleich. Wir brauchen eine Schüssel. Wir müssen eine Schüssel holen, da drüben. Ich glaube, wir brauchen 2 Schüsseln. Das werden wir jetzt machen. Und zwar machen wir die nicht für uns. Wie bitte? Ja. Was denn? Nee, da ist die Schüssel. Sondern für die Kita. Genau, heute ist da das Abschiedsfest von Melina. Und ich habe in Erinnerung von Gianno, dass der Fest ja war richtig schön. Also die haben dann am letzten Tag die Kinder so aus der... die haben eine Matte aufgebaut. Ja, zum Beispiel eine große Matte. Ja, mach das hier hin. Mit großer Matte, da haben die Kinder so rausgeworfen. Und die Melina fragte schon seit Wochen, Mama, machen die das denn bei mir auch? Tatsächlich werden sie es machen. Ich freue mich für die Kids, ne? Freue mich. Genau, und da habe ich gesagt, dass ich Muffins mache. Da habe ich eine Form, da passen 24 Stück rein. Da Mama. Haben wir die. Nein, noch nicht auf. Mama ist noch nicht soweit. Erstmal alles vorbereiten, ja? Ne? Vielleicht erinnert ihr euch von Temo. Mega cool. Da passen oben 12 und unten drunter nochmal 12. Finde ich praktisch. Lege ich mir hier zurecht. Und dann würde ich sagen, ich mache mir einmal die Haare zu und dann legen wir los. Luise, müsst noch Hände waschen. Dann komm. Sehr schön. Also wir backen noch zusätzlich welche dazu, ohne Backmischung. Genau, machen wir dann selbst. Damit wir doch ein paar mehr haben. Ne? Die macht das so schön. Voll süß. Oh, die werden was größer. So, einer noch. Glaube ich auch. Vorsichtig. Wow, ist keine Schale diesmal reingefallen. Wir gucken einmal. Du guckst, dann guck mal mit. Nee, ne? Wunderbar. Nee. So, dann mixen wir wieder. So, genau. Festhalten hier oben. Hier hinschauen. So, Luise, jetzt müssen wir knetern. Einmal hellbraun, dunkelbraun, Teig. Hm? Ja. Hm, so, nicht ganz.
Zwiebeln. Wie süß sie die gemacht hat. Na, jetzt brauchen wir nochmal drei. Okay. Die sehen aber gleich ein bisschen anders aus. Gut gemacht. Lang rein. Gib fünf. Super. Und weiter. Macht Spaß? Ja. Das ist die Hauptsache, ne? Wo bleibt die Musik? Soll ich die Musik machen? Hast du noch eine? Kann die da rein? Sechs haben wir, sieben können da rein. Dann kommt dann Teig drüber und dann kommen nochmal so ein paar Kugeln. Bitte. Sehr schön. Oh, vorsichtig, Luisa. Ja, nein, eine tiefer. Und loslassen, loslassen. So. Hast du gut gemacht. Hier, fünf. Bam. Und was liegt da? Barilla. Mimi. So, Luisa, wow, ne? Die sind alle schön hochgegangen. Cool. So, ich habe mich umgezogen, so sehe ich aus. Boah, ist der Spiegel schmutzig, achtet nicht drauf. So, es geht los. Wir sind wieder zu Hause, es war richtig schön. Ich kann nur kurz hier die Jacke richtig legen. So, Wäsche noch aufgehangen. Es ist aber schon kalt, also ich hatte gerade Strickjacke an, die blaue. Es ist schon, also für mich ist es kühl. Da waren ganz viele Kids mit T-Shirts. Ach, ich dachte nur, oh mein Gott, wieso so kalte Finger? Ich mache jetzt erstmal einen Tee. Möchtest du auch einen Tee oder was anderes? Nee. Ich mache mir einen Tee und, achso, da kocht ja schon Wasser. Und dann mache ich, Brei mache ich, ja. Hier, sein Lieblingsbrei. Genau. Also Melina hat sich ultra gefreut, als sie die Muffins gesehen hat. Ja. Alle weggegessen, also die waren sehr beliebt. Die sahen aber auch toll aus. Ach so, muss ich das mal machen. Genau, lag das schon richtig. Sonst steht heute noch was an. Einkaufen noch kurz, ne? So ein paar Kleinigkeiten beim Aldi. Wir machen heute Abend Brotzeit. Und ach so, Wasser. Ja, ich habe ultra Kopfschmerzen. Ich habe so Kopfschmerzen, dass ich sogar mit niemandem geredet habe, ne? So Kopfschmerzen, also wirklich, also ich habe schon den ganzen Tag Kopfschmerzen, aber vorhin, also das ist blöd, ne? Vorhin, aber dann ist natürlich auch laut, die Kids und alles. Ich sag's euch, ich konnte nicht, konnte einfach nicht mehr, ne? Ja. Tee trinken, vielleicht nicht auch noch eine Kopfschmerztablette. Ich glaube, die brauche ich, bin eigentlich nicht so ein Fan von. Aber ich sag's euch, ich könnte gegen die Wand laufen, tatsächlich. So, ich zeig's mal eben so. Also, Apfelschorle lieben die Kids ja, ne? Für ab und an mal. Genau. Ist die hier lose? Ist für Dario. Mach ich wieder frische Gemüsesuppe. Bananen, die sind auch hier lose. Die. Das schmeckt richtig gut. Ja. Und das ist die beste Salami überhaupt. Beste Salami. Oh mein Gott, so lecker. Ja, da sieht es nicht so schön aus. Ich muss da noch aufräumen. Ich wollte anfangen, habe die Sachen rausgelegt, habe noch nichts gemacht. Tomaten. Ach, das hat wieder was Süßes mitgebracht. Die hatten wir tatsächlich auch schon. Die waren auch ganz gut. Brot. Oh mein Gott, wie geil. Was denn mit? Ich wollte jetzt gar nicht alles zeigen. Ich wollte mal so wie so, oh, Lachs. Na, wir machen heute Abend Brot. Lachs darf bei mir nicht fehlen. Ist der für heute Abend? Boah, so ein XXL. Oh, der ist ausgelaufen. Oder? Nee, Quatsch. Ich hab das hier gesehen, das wäre aus. Entschuldigung. Ich krieg so einen Schock mit mir. Sorry. Warum? Ja. Hast du dich erschrocken, als sie nicht mehr neben dir stand? Hast du dich erschrocken, als sie nicht mehr neben dir stand? Hab ich
Du hast dich erschrocken, als sie nicht mehr neben dir stand? Nein, ich war am Rausgehen, sie ist vorgelaufen, ich musste schnell hinterher, habe ich den Wagen stehen lassen. Vorsichtig, oh ja, also Caroline ist mit Luisa alleine gegangen, aber sie sagte, los, komm. Ja, mit ihr klappt das ganz gut. Achso, diese Bitterwürstchen finde ich richtig lecker. Noch ein paar Sachen mehr. Ja, Abendbrot, ich tue jetzt den Tisch schon mal sauer machen. Muss hier irgendwas in den Kühlschrank? Ja, klar. Das stimmt. So, hier musst du, wie gesagt, noch aufräumen. So. Tomaten, Gurken schneiden. Oh, meine Kopfschmerzen, ne? Ich könnte eine Wand laufen, echt. Das ist okay. Kühlschrank. Das Brot. Ich liebe so Brot mit fette, harte, wie sagt man, Kruste, ne? Richtig lecker. Salzberger Salat. Ist hier noch was? Dann bringe ich die Sachen schon mal rüber. Nee. Ist noch ein Joghurt. Ein einziger Joghurt. Ja, ich hatte nur den. Wir hatten nur den. Also, wir hatten viel Grieß, aber nur diesen pur. Ich mag ja noch nicht so gerne. Ach so. Die ganze Tasche ist gefallen. Einfach so, ist gefallen. Die Gurke. Eine Gurke. Also Bananen war wirklich nur die drei. Er sagt, da war nichts mehr. Aber ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, wenn du abends zum Aldi fährst, dann kriegst du einfach nichts. Also Gemüse kannst du vergessen. Wollte noch ein bisschen mehr Gemüse für Dario kaufen und hat gar nicht so viel bekommen, ne? Ja, ist fast voll. Heute muss man noch Kreuzchen machen und dann geht's auch bald schon los. Ja, das muss noch weg. Gehen wir erstmal in den Kühlschrank, oder? Und dann gleich Kreuz holen. Wurde schon Essenszeit. Wir essen immer so zwischen 6:30 und 7 fangen wir an. So, Tisch ist gedeckt. Klapp, Luisa. Tschüssi. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ist das richtig rum? Zeig. Ja, ich glaube. Ist falsch. So. Ist doch gut. Sie zieht gerade ihr Pyjama-Hose an. Wie, Madan? Putzen wir die Zähne? Elektrisch? Dann, Moment. Welche? Keine elektrische? Ja. Willst du nicht elektrische? Doch, ne? Welche? Ja, aber die? Ja. Sehr gut. Also Luisa putzt abends mit der elektrischen und morgens mit der normalen. Welche willst du von den beiden? Ja. Die? Nicht mit der elektrischen? Ja. Finde ich besser für abends. Gut, dann nehmen wir die andere. Also wenn sie drauf besteht, dann soll sie natürlich machen. Für mich, Hauptsache, die Kinder putzen ihre Zähne, ob nun elektrische oder nicht. Ist nur so ein, ich sag mal, ein Ritual oder was. Also morgens immer mit Hand und am Abend elektrische Zahnbürste. Das mache ich auch so. Obwohl, heute Morgen hatte ich auch elektrische, heute Mittag. Also ich putze ja, ich habe ja so einen Tick. Jetzt wisst ihr auch, wo meine Zähne eigentlich ziemlich hell sind, sage ich mal. Ich wollte die mir ja weiß machen, oder ich gehe die ja jetzt weiß machen am Samstag. Und wenn man das jetzt so vergleicht, so gelb sind die ja nicht. Obwohl ich, man muss sagen, ich trinke sehr viel Tee und Latte und kein Cola und so, also selten. Aber ich glaube, auch das sollte ich weniger trinken. Aber ich habe so einen Tick, wenn ich sowas trinke und wenn ich was Süßes esse, sieht man mich direkt danach im Badezimmer Zähne putzen. Und ich weiß auch schon, im Urlaub habe ich so einen Tick, dass ich nach dem Restaurant, also wir kochen tatsächlich nicht, nach dem Restaurant will ich immer gerne nach Hause Zähne putzen. Und ja, manchmal habe ich auch schon mal die Zahnbürste dabei, wenn wir dann geplant haben, dass wir von da aus direkt irgendwo hinfahren. Also ihr werdet schon
noch früh genug merken, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, das ist einfach so ein Tick von mir. Ich putze die Zähne mindestens 3-4 Mal und manchmal sind es auch schon mal 5 oder 6. Also es ist ein Tick von mir. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht mit mir ausmachen. Und ich glaube, ich habe auch den Krachlito schon angesteckt. Ja, der putzt auch so 3-4 Mal auf jeden Fall. Genau, aber der von der Arbeit kriegt gerade über dich. Ich erzähle gerade, dass du ja nicht nur morgens und abends auch die Zähne putzt, sondern wenn du von der Arbeit kommst, gehst du ja auch direkt mal die Zähne putzen. Und bei mir ist es auch so ein Tick. Lange Zeit hatte ich den nicht und jetzt habe ich den wieder, dass ich öfter Zähne putzen muss. Und wenn ich was Süßes gestern Abend, ich wollte mich ins Bett legen, habe meine Zähne geputzt, mich fertig gemacht, dann sagte ich zum Carlitos, oh, ich könnte jetzt Chips essen. Und der so, ja, warum nicht, hole ich dir. Hat er geholt, ich gegessen, was mache ich danach? Ich bin aufgestanden, musste wieder die Zähne putzen. Sonst hätte ich, glaube ich, keine Ruhe. Das ist ja nicht so gut, wenn man so oft sagt, man, ne? Ich hab keine ja, aber ich bin's ja, aber ich bin's dran gewohnt, meine Zähne auch, mein Zahnfleisch auch, und ihr seht nichts. Aber in der Schwangerschaft, da sind meine Zähne empfindlich immer. Da durfte ich wirklich nicht so oft Zähne putzen. Ich habe auch jedes Mal geblutet. Und das war so ein Kampf mit mir selbst. Das war schrecklich. Wirklich, so ein Kampf mit mir selbst. Das ist einfach eine Sache, die ich nicht mit mir ausmachen kann. Und ach, ich bin so. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass meine Eltern so nicht so gute Zähne haben und ich dann auch für mich gesagt habe, oh, ich mache alles anders. ja. Das ist dann so, ne, wenn man weiß, und die Geschwister haben jetzt auch nicht 100% Top-Zähne, dann versucht man ja doch. Und ich war, also es ist nicht seit ein paar Jahren, sondern wirklich seitdem ich klein war, ja. Also, ne, ich wollte immer meine Zähne putzen und habe immer so sehr drauf geachtet. Und wenn ich Süßes gegessen habe, dann direkt putzen. Also ich habe wirklich gesunde Zähne, richtig gesunde Zähne. Und ich habe immer gesagt, ne, also gesunde Zähne habe ich. Die sind nur nicht ganz weiß, wobei die ja schon sehr recht weiß sind. Und halt diese Lücke. Aber ich wollte das jetzt auch nicht in jedem Video nennen. Naja, ich bin echt gespannt, was Samstag noch geht mit den Zähnen. Bin echt gespannt, was sie da rausholen. Und da sage ich euch auch meine ehrliche Meinung, ob es wehgetan hat. Und was noch? Ja, ob sie überhaupt farblich besser geworden ist. Ich habe hier eine Skala. Ich glaube, die benutze ich auch mit euch zuerst, um euch mal zu zeigen, welche Skala, wo bin ich. Und dann soll es tatsächlich bis zu 9 Nuancen, sagt man das, Nuancen, heller werden. Und wow, ich bin gespannt. Ja, erzähle euch alles dazu. Preis, alles. Und ein paar Informationen mehr. Alles dann in diesem Video. Genau. So. Luisa ist fertig. Melina putzt jetzt auch die Zähne. Melina, wenn du so weit bist, kannst du auch die Zähne putzen. Sonst putzen die Mädels auch gerne zusammen. Auch manchmal mit mir zusammen. Ja, also Brotzeit machen wir tatsächlich schon mal öfters. Wenn es so warm ist. Heute ist es nicht so warm. Aber wenn es so warm ist, machen wir das schon öfters. Genau, also in Portugal wird es sicher auch mal vorkommen. Und wenn es da so heiß ist, dann bin ich sowieso jemand, der viel lieber Früchte isst, ne? Ja. Und Gemüse, Salat. Nein. Was? Nein. Alles gut? Alles gut, Luisa? Bist du nicht müde? Oh. Ja, die hat für den Schlafen einfach nur so ein normales T-Shirt an. Ach, die hat ihr Unterhemd drunter angelassen. Du hast nicht. Da willst du mit schlafen? Nee. Oh. Mama! Ja? Du hast gesagt, du klebst das. Oh, kann ich machen. Willst du die dann mitnehmen? Uh-huh. Ich habe verstanden, du willst sie nicht mitnehmen. Du nimmst Stoppersocken. Und eben in der Kita habe ich die Stoppersocken gesehen. Und deswegen war das für mich so die Bestätigung, ey, dass du das nicht willst. Ja. Abgegangen. Mama. Aber der andere Schuh auch. Gibst du mir den dann bitte auch? Ich habe vergessen, dass ich die Schuhe mitnehme. Und ich fand den Boden in der Kita richtig kalt. Also die laufen da immer barfuß. Ich fand das richtig kalt. Aber schon kühl. Ja. Das war ja auch alles offen, da muss man sagen. Ja gut, aber ich habe Socken gehabt und gar nicht so dünne. Ja, und es war richtig kalt. Auch, ja.
So, ich wollte aber jetzt hier das Video beenden. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen um 10 Uhr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Geht tschüss, los. Bis morgen. Was geht los? Hier. Kleben wir das mal noch schnell. Sekundenkleber. Der ist gut, ne? Ja, der ist ganz gut.